Welcome back, Ladies and Gents. Ich bin Daniel Korte und in dem heutigen Video gibt es 5 Bartpflegetipps für Anfänger. Aktuell lasse ich mir zum ersten Mal in meinem Leben so einen richtig langen Bart wachsen. Davor habe ich immer so einen 3-Tage-Bart getragen und manchmal auch einen längeren 3-Tage-Bart. Aber jetzt hatte ich die grandiose Idee und habe gesagt, komm Daniel, lass ihn doch mal einen etwas längeren Bart stehen. Ich weiß noch nicht, wie lang er wird, aber er wird auf jeden Fall etwas länger werden als gewöhnlich. Und wenn du irgendwas zum ersten Mal in deinem Leben machst, ja, wie ich jetzt zum Beispiel meinen Bart wachsen, dann hast du natürlich noch keine Ahnung, ja? Dann bist du noch völliger Newbie und ich musste natürlich an dieser Stelle auch erstmal überlegen, hey Daniel, was brauchst du jetzt für Pflegeprodukte oder was musst du mit deinem Bart machen? Und dann habe ich gedacht, komm, dann rufst du mal einen Kollegen an, der schon seit Ewigkeiten einen Vollbart hat und habe ihn gefragt, Digga, was kannst du mir für Tipps empfehlen, was muss ich zu Anfang machen, beziehungsweise was für Tipps kannst du mir empfehlen, wenn ich jetzt meinen Bart lang wachsen lasse? Und genau diese Tipps möchte ich in diesem Video mit euch teilen. Der erste Tipp, Leute, bürstet beziehungsweise kämmt euren Bart. Ich habe zu Anfang gedacht, das ist komplett übertrieben. Aber Leute, nein. Ab einer bestimmten Länge müsst ihr euren Bart auf jeden Fall kämmen oder bürsten. Und es gibt da draußen wirklich zigtausend verschiedene Kämme und verschiedenste Bürsten. Und ich nutze aktuell einfach einen ganz einfachen, feinen Carbonkamm, den man auch für Haare verwenden kann. Und mit diesem Carbonkamm kämme ich mir mein Bart einfach schön nach unten. Ich habe auch schon mal eine Bartbürste verwendet. Die Bartbürste war auch okay, aber ich persönlich bin mit dem feinen Carbonkamm irgendwie besser klargekommen. Aber Leute, müsst ihr einfach ausprobieren, was für euch das Beste ist. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr euren Bart kämmt oder bürstet. Und an dieser Stelle noch ein Pro-Tipp, macht es am besten dann, wenn ihr gerade aus der Dusche rauskommt. Dann sind eure Barthaare noch etwas weicher, eure Poren sind noch etwas mehr geöffnet und dann könnt ihr euren Bart ganz einfach schön in Form kämmen oder bürsten. Kaum lässt man sich seinen Bart schon etwas länger wachsen, kommt das erste Problem. Und zwar folgendes, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich mache mal diesen hier. So, jetzt denkt ihr, hä, was macht der Typ vor der Kamera? Leute, seht ihr das? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier. Schuppen. Der Bart schuppt. Leute, ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Ich habe mir 2-3 Mal durch den Bart gefasst und alles voller Schuppen. Das war super unangenehm. Aus dem Grund müsst ihr Folgendes machen. Verwendet auf jeden Fall ein Bartöl. Definitiv. Von Anfang an. Also wenn ihr euren Bart gerade lang wachsen lasst, direkt ein Bartöl verwenden. Damit ihr halt nicht solche Schuppen habt. Und ein Bartöl versorgt halt eure Barthaare mit wichtigen Nährstoffen. Das sorgt dafür, dass auch die Haut unter dem Bart halt mit Feuchtigkeit versorgt wird. Und das hilft natürlich auch gegen Jucken. Ja, wenn du dein Bart nicht wachsen lässt, dann kann es nämlich sein, dass dein Bart anfängt zu jucken. Bei mir ist das Gott sei Dank nicht so doll. Aber das kann vor Juckreiz helfen. Und am Ende des Tages, ja, der Bart, der glänzt dann auch. Ja, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber der Bart, der glänzt dann auch ganz schön. Und das Bartöl riecht natürlich auch gut. Tipp Nummer 3, verwendet ein vernünftiges Bartshampoo. Die meisten Leute werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja Digga, ich brauche doch kein Bartshampoo. Ich nehme einfach mein Shampoo, was ich für die Haare nehme und das mache ich dann auch in den Bart rein. Nein, eben nicht. Hat zweierlei Gründe. Erster Grund, eure Barthaare haben eine ganz andere Haarstruktur als eure Kopfhaare. Ja? Seht mal, hier, die Barthaare sind viel borstiger als die feinen Kopfhaare. Zum Zweiten ist eure Haut darunter ganz anders beschaffen. Eure Haut, also eure Kopfhaut, ist natürlich ganz anders als eure Gesichtshaut. Und dementsprechend aufgrund pH-Werte etc. ist es wichtig, dass ihr ein vernünftiges Bartshampoo verwendet. Kleiner Tipp an dieser Stelle noch, wenn ihr zum Beispiel irgendwas Fettiges mal gegessen habt, ja, dann könnt ihr danach auch euren Bart direkt mit Bartshampoo waschen. Zum einen ist das natürlich viel hygienischer und zum anderen fühlt ihr euch danach einfach 10-mal besser. Tipp Nummer 4. Schneidet euren Bart mit einer Schere. Was meine ich damit? Wenn ihr euren Bart zum Beispiel richtig lang wachsen lässt, ja, oder egal, ob ihr eure Barthaare oder Kopfhaare lang wachsen lasst, manche Haare wachsen halt schneller als andere. Und aus dem Grund solltet ihr euch auf jeden Fall eine Schere zulegen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Barthaar etwas länger raussteht oder etwas schneller wächst als manch andere, dann könnt ihr das Barthaar einfach mit einer Schere cutten. Weil wir wollen ja nicht, dass der Bart nachher aussieht wie so ein Wildgewächs, sondern versucht einfach, wenn zum Beispiel hier und da mal ein Barthaar länger raussteht, einfach mal die Schere nehmen, ein bisschen wegcutten, that's it. Und dazu könnt ihr natürlich auch eine richtig schöne Bartschere verwenden. Aber Leute, so eine ganz normale Fingernagelschere oder eine ganz normale Haushaltsschere, die funktioniert auch. Hauptsache, euer Bart sieht nicht aus wie so ein Wildgewächs. Kommen wir zum letzten Tipp für heute. Und zwar, lasst euren Bart auch einfach mal Bart sein. Was meine ich damit? Leute, ich weiß nicht warum, aber wenn man sich so einen Bart stehen lässt, dann wird man irgendwie automatisch dazu verleitet und macht dann einfach mal diesen hier. Oder diesen hier. Oder diesen hier. Oder diesen hier, oder diesen hier. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie passiert das automatisch. Ja? Und
Ich empfehle euch an dieser Stelle, lasst euren Bart auch einfach mal Bart sein und einfach mal durchatmen lassen. Versucht euren Bart nicht anzufassen und versucht auch einfach mal keine Pflegeprodukte in den Bart reinzumachen. Zum Beispiel Sonntag, Sonntag ist zum Beispiel pflegeproduktfreier Tag. Einfach mal nichts in den Bart reinmachen, euren Bart in Ruhe lassen, nicht anfassen und lasst euren Bart einfach mal durchatmen. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Eiko Lübbert. Eiko, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann einfach eine WhatsApp-Nachricht schicken auf mein Community-Phone mit deinem Vor- und Nachnamen. Leute, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr jemanden kennt, der zum Beispiel sich gerade auch seinen Bart wachsen lässt und vielleicht ein paar Bartpflegetipps braucht, dann teilt das Video gerne mit ihm. Weitere Videos zum Thema Bartpflege und Rasur findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out.